Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte euch ja schon mal meine Morgenroutine abgedreht und jetzt geht es um die Abendroutine im Stall. Ich zeige das zwar immer mal so ansatzweise in Vlogs und auch auf Instagram, aber das alles jedes Mal zu zeigen wäre irgendwie zu langwierig und deswegen dachte ich, können wir daraus einmal ein eigenes Video machen. Ja, und wir haben es jetzt, ich habe keine Uhr dran, 17:45 ungefähr und jetzt fange ich mal an. Viel Spaß! Hier beginnt das Ganze normalerweise. Das Futter ist jetzt hier hinter mir. Ich werde jetzt das Abendbrot und das Frühstück vorbereiten. Aus der Morgenroutine wisst ihr ja, dass ich abends eigentlich alles so weit schon richte, dass es morgens einfach schneller geht und morgens nicht so viel zu tun ist. Die Boxen habe ich fertig, das ist alles schon gemacht und jetzt geht es mit dem Futter weiter. Dann tue ich schon mal das Futter in die Boxen, dann kommen die Pferde rein und ich nehme euch ja mit. Und um das Ganze einmal abzukürzen, machen wir das einmal so. Mann, wenn das immer so schnell gehen würde, das wäre ja mal der Wahnsinn. Falls ihr detaillierte Fragen zum Futter habt, könnt ihr da gerne an dem Futtervideo vorbeischauen. Allerdings ist da jetzt etwas umgestellt. Denn dieses Futter hat Lumpi von Meldorfer zugeschickt bekommen, sozusagen, zum Probieren. Das ist direkt präbiotisches Futter für Magenprobleme. Kann ich mal kurz zeigen, wie das ausschaut. Ich bin gespannt, ob er es frisst. Ich habe es jetzt ganz aktuell erst einen Tag gefüttert, beziehungsweise einmal abends, einmal früh. Und das hat er beides aufgefressen. Dabei ist aber wichtig, dass man das nicht von heute auf morgen komplett umstellt, sondern ich erhöhe dann den Anteil von dem neuen Futter. Und so, ja, hoffe ich, dass er das jetzt annimmt. Weil das wäre natürlich super für seinen Magen. Und während Leica da in der Sonne liegt und brav wartet, muss ich jetzt hier einmal das Heu machen. Die Pferde, die reinkommen, sind jetzt drin. Vielleicht wundert ihr euch, warum die Püppi nicht mehr neben Lumpi steht. Das hat einfach den Grund, weil die ja sehr aneinander kleben und ich wollte, dass die jetzt nachts so ein bisschen räumlich getrennt sind. Die sind ja tagsüber immer zusammen draußen, aber da habe ich immer ein bisschen Ruhe drin, dass es für die Turniere hoffentlich entspannter wird. Jetzt werden noch die Pferde im Offenstall gefüttert. Rusty wartet hier schon und bekommt jetzt hier sein Futter. Und Esel natürlich auch. Ich fütter die beiden auf getrennten Paddockstücken, dass Rusty seine Ruhe hat, weil Esel auch deutlich früher fertig ist mit Fressen, weil Rusty einfach auch mehr bekommt. Und er würde Rusty dann von seinem wegdrängen, deswegen ein bisschen mehr Ruhe. Und während Leica da in der Sonne liegt und brav wartet, muss ich jetzt hier einmal das Heu machen. Esel hat jetzt fertig gefressen und darf jetzt einmal rüber. Also Rusty ist auch fertig. So, und jetzt mache ich hier zu und dann bin ich auch schon gleich fertig. Was ich manchmal noch machen muss, heute aber nicht, ist hier einmal Wasser auffüllen. Das sind eigentlich so Heutonnen, habe ich jetzt aber umfunktioniert als Wassertonnen erstmal. Aber da ist jetzt überall noch genug drin. Deswegen muss ich das jetzt nicht machen. Und das war's dann auch schon. Ich habe das Heu auf alle Koppeln gebracht. Also das ist jetzt für abends bzw. für die Nacht. Und zu der Raufe bekomme ich auch immer viele Fragen. Die haben wir von Grovi, was eben an der gut ist, dass die Abstände hier
so klein sind und da kein Huf irgendwie hängen bleiben kann. Und die ist im Boden verankert mit großen Heringen, also die kann auch nicht umfallen. Und so haben die Pferde einfach länger was zu tun, um an ihr Heu zu kommen. Na, mein Kleiner, genau so. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Ich bereite abends eben immer für morgens schon vor. Das heißt, auch auf den anderen Teilen ist schon das Heu für morgens, dass ich dann immer nur noch hier das erneuern muss. Und Wasser ist ja jetzt schon noch genug da, das muss ich jetzt nicht machen. Futter, also Kraftfutter, ist für morgens schon vorbereitet und da geht es einfach deutlich schneller, weil jetzt abends hat man ja doch noch mehr Zeit für alles und früh soll es vielleicht doch mal ein bisschen flotter gehen. Ja, mehr ist eigentlich auch nicht zu tun. Also es hat sich alles ziemlich eingespielt und ich brauche dafür auch nicht lang. Ich muss ja mal kurz gucken, wie spät es ist. Wir haben es jetzt 5:07 und wenn ich das jetzt nicht alles noch mit der Kamera hier festgehalten hätte, wäre es wahrscheinlich noch schneller gegangen. Also ja, zwischen einer halben und einer Dreiviertelstunde, je nachdem, bin ich da eigentlich durch. Und jetzt kommt auch Esel mit hier raus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Und falls ihr noch irgendwelche Videowünsche habt, ich hoffe natürlich auch, dass es jetzt bald mal wieder mit Turnieren losgeht. Das sieht hier gerade gar nicht so schlecht aus, die ganze Lage. Wir werden sehen. Das möchte ich euch natürlich am allerliebsten zeigen, wie sich die Pferde alle auf Turnier entwickeln. Ja, und dann würde ich mich jetzt mal verabschieden. Jetzt werde ich Abend essen und noch ein bisschen Sport machen und was am PC machen. Das ist dann meine Abendroutine. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin.